Zalando ist einer der größten und erfolgreichsten Fashion-Online-Plattformen Europas. Ein Unternehmen, das auf technologische Lösungen und Business Excellence setzt. In nur wenigen Jahren hat sich das Berliner Startup zu einem Grown-Up entwickelt. Heute operiert das Unternehmen in mehr als 15 europäischen Märkten und hat über 10.000 Mitarbeiter. Bei dieser Größe sind der interne Dialog und Informationsaustausch eine große Herausforderung. Ein zentraler Baustein der internen Kommunikation bei Zalando ist deshalb Livestreaming und basiert auf einer Lösung der Unity Real-Time Group. Wie sehen das die Mitarbeiter? They like it. That's it. Aber warum ist gerade Livestreaming der ideale Kommunikationsweg an die Mitarbeiter? Um schnell zu sein, müssen Informationen bzw. Hintergründe über Entscheidungen sehr schnell vom Top-Management zu jedem Mitarbeiter. Es ist nicht nur wichtig, dass das Top-Management Entscheidungen miteinander diskutiert, sondern dass jeder Mitarbeiter die Gelegenheit hat, seine Meinung zu äußern zu einer Entscheidung. Entscheidend für uns war, dass wir einen stabilen Livestream anbieten können, der an alle Standorte geht, in denen Zalando-Mitarbeiter tätig sind. Zalando ist ein Tech-Unternehmen und wir haben natürlich Softwareentwickler, die unterschiedliche Programme benutzen, unterschiedliche Betriebssysteme. Das geht von Linux über Mac zu Windows, Ubuntu etc. pp. Und natürlich wollen die alle am Stream teilnehmen und dazu ist es wichtig, dass wir einen Stream für alle Geräte, für alle Devices, ob mobil, ob Desktop, PC, wir müssen alle bedienen können. Wir haben das Top-Management auf eine Couch gesetzt und eine Kamera davor gestellt und haben aber schnell gemerkt, das ist eigentlich nicht das, was wir wollen, weil wir können so zwar Informationen in die Organisation tragen, aber wir bekommen so keinen Mitarbeiterdialog und natürlich auch keine Speak-up-Kultur in Unternehmen verwirklicht. Deswegen haben wir uns sehr schnell entschieden, es zu öffnen, interaktiver zu machen und dann über ein Tool die Möglichkeit zu geben, live Fragen zu stellen, für Fragen zu voten. Für unsere Mitarbeiter in den Logistikzentren, die nicht in Berlin sind, ist es wichtig gewesen, dass wir auch eine simultane Übersetzung anbieten können, die auch tatsächlich simultan und live passiert. Wenn wir Mitarbeitern anbieten, live an der Diskussion teilzunehmen, muss es einen stabilen Stream geben. Und genauso muss dann natürlich das ganze Tooling drumherum funktionieren, vom Ton über Frageforum bis hin zum Licht, zum Bild, bis zur Präsentation. Alles muss synchron und sehr flüssig laufen.